Gut. Wie viele Krümel sind in deiner Tastatur? Ich glaube keine. Die macht die Putzfrau mal ordentlich sauber. Was denkst du, wie lange du für deine Promotion brauchst? Hoffentlich nicht mehr so lange. Ich glaube, im Januar bin ich nach gut 3 Jahren durch. Hoffentlich. Woran merkst du, dass es Zeit für Urlaub ist? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube einfach, wenn mir die Projekte richtig auf die Nerven gehen, dann ziehe ich mich ganz gerne zurück. Was passiert, wenn der Kaffee leer ist? Dann werde ich sehr sauer. Ja. Was ist das Außergewöhnlichste auf deinem Schreibtisch? Ich habe so einen USB-Stick da sitzen. Der sieht aus wie ein kleiner Roboter, kommt von einer Firma namens Data Robot und wacht drüber, dass ich meinen Job ordentlich mache. Inwiefern senkst du den Altersdurchschnitt im FCD? Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt groß senke. Ich falle, glaube ich, so ganz gut in den Durchschnitt mit 28. Wie ist das Arbeitsklima im FCD? Gut, glaube ich. Warum stehst du morgens gerne auf und gehst zur Arbeit? Ich kann mich austoben in Sachen Forschung zur Zukunft der Arbeit und habe da viele spannende Projekte in dem Bereich. Von Data Mining bis hin zu wie beeinflussen Social Software Betriebsratsarbeit. Also es ist eigentlich ein super breites Spektrum und ich habe da viele Freiheiten und das kommt mir, glaube ich, ganz gut entgegen. Bist du ein Morgenmuffel? Nicht so richtig. Also ich bin nicht der, der irgendwie super zeitig aufsteht, aber ich habe einen Hund und kann mit dem morgens eine Runde drehen. Passt das schon?